So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit den Chaos-Zwergen. Weiter geht's. In der letzten Folge habe ich einen Cliffhanger gemacht. Also untypisch für mich, mache ich das sonst nie. Immer, wenn es möglich ist. Fast immer. Grimgorg Eisenpelz ist immer noch live Let's Play. Ne, auf Twitch gestreamt, auf YouTube noch, denke ich, hochgeladen. Wir holen hier noch ganz schnell die Legendären. Zack, zack. Nein, mit 18 Mann. Dann greifen wir... Das geht gar nicht, ich kann den gar nicht angreifen. Ich wollte den angreifen. Das geht nicht, ich kann nicht mitten durchlaufen, sondern ich muss echt den angreifen. Und das machen wir jetzt. Let's go. Eine mannhafte Niederlage, behauptet er. Das wollen wir mal sehen. Das wollen wir mal sehen. Söldner? Nein, es sind legendäre Truppen. Ja, man kann sie auch Söldner nennen. Es sind nicht wirklich Söldner. Es sind legendäre Einheiten. Die sehen auch wirklich geil aus, Alter. Dann haben wir die hier. Die Unsterblichen. Interesting. So, das ist das, was hier angerannt kommt. Das Problem ist, er hat Kamikaze-Katapulte. Die will ich nach Möglichkeit vermeiden. Dass wir nicht groß Kontakt haben mit denen. Okay, wir machen das so. Ich mache hier die. Dann kommen hier Schützen rein. In einer etwas kleineren Formation. Kommen hier Zwerge rein nochmal. Dann kommen hier wieder Schützen rein. Dann kommen hier wieder Schützen rein. Kommen die Werfer rein. Ihr seid Ersatz. Ihr seid Def. So, diese Kanone, die lasse ich jetzt hier so. Der kommt auf der Seite hier rein. Obwohl hat er nicht gutes Feuer. Feuermöglichkeit, ne? Packen wir den einfach so wieder vor. Punkt. Also, dann Feuermagier hier hinten. Du darfst hier. Er hat einen guten Überblick. Kommt recht weit. Und wahrscheinlich noch weiter dann, wenn er geschaltet ist. So, und wir gehen hier direkt nach vorne. Und mein Ziel ist es, dieses Kamikaze-Katapult direkt auszulöschen. Ja? So schnell wie es halt geht. Okay, ein Teil davon rennt schon. Auf zu. So, das wäre der letzte gewesen. Damit ist das Kamikaze-Katapult ordentlich Geschichte. Sich zumindest nicht mehr richtig. Okay, die hauen ab. Wunderbar. Komm,
haben sie wieder. Nicht so wunderbar. Und wenn ihr so ineinander rennt, mache ich mir das zunutze, Jungs. Ist keiner hier, ne? Die sind laufen hier hinten. Aber solange sie schussfähig sind, will ich sie kaputt haben, weil die kommen durch die Panzerung durch. Das war das Kamikaze-Katapult, meine Damen und Herren. So, er kann auffüllen, ne? Nashok ist in der Lage, die Dings wieder aufzufüllen. Die Artillerie und alles. Das heißt, wir können einfach rausballern, was das Zeug sagt. Absolut kein Problem. Aber wie weit kommt er eigentlich? Schon unverschämt weit, ne? 133 Meter. Ja, wahrscheinlich ins Meter. Gehen wir davon aus, dass es Meter sind. Zielt ihr auf mich? Schießt ihr auf mich? Bleibt ihr still? Ja, nein? Nein. Ich zauber den trotzdem mal hier hin. Die laufen nämlich so schön rein da. Ticken weiter, wenn noch gut gewesen. Nee, ist perfekt. Noch nichts von ihrem Glück, aber die sterben. In dem Moment, wo sie hier reinlaufen, sind sie dead. Dead. Oh ja. Hier öffnet sich nochmal eine Möglichkeit für mich. Obwohl, ihr müsst nicht beide auf die Schwarzhaut schießen. So, füll mal die Munition von einem der beiden auf. Zack. Wunderbar, oder? Ich sage mal, dafür muss ich abhauen. Wir sollen aufhören zu schießen hier bitte. Wie gesagt, hat einen guten Winkel, glaube ich. Zurück. Exil.
Kuzi duwarraddak. Tadrashkaza domitash. Hashut dao. Krafta. Vaeshka. Zakibara gazgal. De. Pari sartu. Data maharut. Utshat unzuk it. Kazar Waku! Ashut Saras! Ulapi Usku! Minas Fajar Nahru! Schönen Überblick. Nein, mein Dämonenschmied ist noch nicht so weit, um das zu reparieren. Oh Gott. Okay, er ist dead. Gibt uns das die Stärkung, die wir brauchen? Er hat wahnsinnig viele Helden und so. Auch noch mal ein Problem. Und die selben haben wir keine mehr. Kann ich die noch mal auffüllen, damit die noch mal werfen kann? Alter. Wie häufig wollen die noch wegrennen da jetzt? Mal. Oh oh. Oh oh. Gut, wir gehen. Forever.
bis auf die, damit die nicht wiederkommen würde. Sehr gut. Er hat ihnen wieder Munition gegeben. Wir haben einen Feuerball da drauf. Sind noch 12. Versuch die zu holen. Dreht nochmal ab. Ich will hier halt wirklich weg mit dem. Weil der Schall, der haut da immer wieder einen Zauber drauf. Da geht er auch schon wieder. Sumpfwesen kommen wieder. Es sieht aktuell eigentlich ganz gut aus. Wenn die hier sterben, ist nicht so schlimm. Das sind Legendäre, die können wir dann in ein paar Runden wiederholen. Shit. Nein! Der Panzer. Come on! Raus da! Oh Gott! Okay, der haut ab. Wenn wir es schaffen, ihn zu töten, haben wir es vielleicht. Das ärgert mich sehr. Oh Gott, wenn der noch Zauber hat, zaubert er auf den Chef. Das muss ich verhindern. Okay, das dürfte ihm die Panik geben. Egal. Was haben die hier noch für Chefs und so, Mann? Absolute Katastrophe, das gerade hier. Weiß auch nicht, was überlebt und was nicht, ne? Das ist ein einziger noch, Mann.
Troll Ardugal. Drasota Erpetuen. Oh shit, die habe ich ins Nichts geschickt hier. Fuck. Die hätten noch was ausgemacht. Wo du gleich gehst, füll die Munition noch auf. Hau dir drauf. Das sind nur noch 6 und die sind halt immer noch tapfer. Ich glaub's einfach nicht. Ja, als ob der sich jetzt wieder gefangen hat hier. Ja, ich wollte schon sagen. Da ist die nächste Maschine gegangen. Ah, please. Alter, wie tapfer bleiben die denn? Da stimmt doch was nicht. Können die mal gehen? Da. Der ist eigentlich dead. Interessiert ihn aber nicht. Ja. Oh Gott. Du Abuskul! Drasota Erpetuen! Alska! Ja! Ich check gar nichts mehr, ne? Scheiß die Wand an. Jetzt fliegt gleich alles. Oh mein Gott! Töte was, erschießt etwas, macht noch einfach. Oh, Jesus Christ. Tötet die noch, diese scheiß Schwarzorks. Nicht fliehen! Draufhalten und tschüss! Nochmal! Ist der tot? Gott sei Dank. Wir hauen jetzt auch ab. Es flieht einfach alles. Alter, der Vollkatastrophe. Privi, oh. Dankeschön für den Raid. Handlampe, danke für den Sub. Oh Gott, meine Armee! Meine so schön ausgebildete Armee!
Alter, hat viel überlebt. Oh mein Gott. Oh, holy shit. Okay. Er hat überlebt, er hat überlebt, er hat überlebt. Die Legendären sind gestorben. Nicht so schlimm, kann man wiederholen. Hier die Legendären sind gestorben. Nicht so schlimm, kann man wiederholen. So. Last Crusade hat überlebt. Fegelstyle hat überlebt. Dominus hat überlebt. Mappy hat überlebt. Roy hat überlebt. Die Legendären sind weg. Ja. Destruktiv hat überlebt. Semtex hat überlebt. Lozyrus hat überlebt. Fegelstyle der Zweite. Piranha. Rubbles. Die Kanone Rubbles ist kaputt. Aber, da kann man nachbauen, ne? Das schreibe ich mir auf. Dreizett. So, und der Eisendämon Rikas. Aber auch den können wir nachbauen. Wow! Holy cow! Alter! So, bei Eisenpelz ist fast alles tot. Mit ein paar kleinen Ausnahmen. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Gehen wir den noch tot zaubern? Kann er mich irgendwie aus der Distanz? Nein. Okay, wir machen folgendes. Wir zwangsverpflichten. Sie stimmt, der Faskart! Mein Gott. Draso. Ja, aber nur zwei, das, wow. Lohnt sich, 4% lohnt sich fast nicht. Ja, aber, weil ich die Armee trotzdem noch plätten will, eben dann doch. Ja, das hat einfach mal 2 XP. Meine Fritz, Alter, ich geh... Es geht mir gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Na betas Azatergi. Wow. Wow. Ich glaube, mir ist gerade ein bisschen schwindelig. Alter Scheiß, die wandern. Ich glaub's gar nicht. Also, wir können hier neu Schmieden machen. Höllische Maschinen. Nachladefähigkeit für Verbündete. Ist das in der Nähe? Ist das eine Fähigkeit? Wir machen einfach höllische Maschinen mal. Und dann. Ja. Ist er für Frieden? Nein, ist er überhaupt nicht für Frieden. Azazel. Minu. Du bist ehrenhaft gefallen. Den Panzer bauen wir nach, Rikas. Den Panzer bauen wir nach. Ich hab's versucht, sie zu retten, ne? Ich hab's echt versucht, die noch rauszufahren. Aber ich glaube, wenn ich die rausgefahren hätte, dann hätte es nicht gereicht. Aber ich hab's versucht. Ich habe immer alles ein bisschen zurückgenommen, nach vorne, die noch was hatten. Und es hat sich... Oh, am Ende hat sich's gelohnt, aber alter Schwede. Gut essen, Durgas, Fuskubelis. Askan! Askan! Rastja! Hey! Hasho Zarasko! Hey! Dulskarki! Uran Garanz! Spurki Bagas! Knallt die tot. Schadut! Bester Konto. Da Draschkasat Domitas! Ja.
Wir reparieren den gerade. Ja, viel ist es nicht, aber... Okay, kann damit arbeiten. Ja, den gönne ich mir aber noch. So wie ihr uns hier in den Arsch getreten habt. Okay, der ist voll daneben gegangen, den gönnen wir uns gar nicht. Die Armee war auch schon mal größer. Jetzt sei nicht so. Wir haben gerade Eisenpelz richtig kräftig auseinandergenommen. Das war übrigens seine stärkste Truppe, die er hatte. Ne? Hoch ausgebildet, da hat er schon ziemlich viel reingetan. Dafür, dass wir nur zwei Panzer verloren haben, die hoch ausgebildet waren, muss ich sagen, war die Schlacht am Ende ein Erfolg, wenn wir die Armee jetzt wieder auffrischen können. Aber meine Fresse war das eine... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich schon Oh mein Gott gesagt habe. Ja, komm. Duz Udiol Ardugal. Auf zu Spekus hier. Klick. Die füllen wir jetzt wieder auf, die Freunde der Sonne. Das bedeutet aber, wenn die auf der Seite die Armee zerschossen haben, dann haben sie hier nicht mehr viel. Das heißt, hier dürfen nicht mehr allzu viel kommen. Machen wir uns mal mit den Außenposten. Das sind zwei Außenposten, suboptimal, aber wie gesagt. Puh, also, ja, an alle, die von Primi rüberkommen, ein liebes Hallo. Wir spielen hier Total War. Auf Messers Schneide. Alter. Ja, unglaublich, was hier wieder. Unfassbar. Heilige Kanone. So. Was haben wir hier? Korrupt, nachgiebig, physische Resistenz, Treiber. Er ist halt ein Ausbilder, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Truppen ausbildet. Also, meine Damen und Herren. Die da sind. Ausrufezeichen Held in den Chat. Wenn ihr diesen Helden hier spielen wollt. Iserik! Kann ich noch ein paar Schützen ausbilden, weitere von denen ausbilden. Kann man eine Kanone ausbilden. Wir machen mal die Kanone. Oh. Hasuts, finsteres Verehrer, ja. Also, ganz ehrlich, der Chaosgott hat uns hier aber ziemlich geholfen. Dass wir das jetzt irgendwie noch hingekriegt haben. Eieiei. So, wir gehen hier hin und dann gehen wir hier für mehr Konklave. Claudia, okay, du bist noch stärker geworden. Geben das Finn ist jetzt noch stärker. Und du kriegst, ja, also Rostflug, ne? Das Ziel ist ja zu zaubern, zaubern, zaubern. Alles zu schwächen. Gut, so. Kampftraining und überleben. Alter, ich... Ich bin, wow. Ja, der Konvoi noch, den hab ich vergessen. So. Inos Bote muss da wieder los. Okay, die Frage ist nur, wohin gehen wir mit dir? Was haben wir für Optionen? Wir können dich zum Spukwald schicken. Interessanterweise ist der Spukwald sogar mein eigenes. Das heißt, in 4 Runden wärst du im Spukwald und dann wird das gehen. Ja komm, das machen wir. Das ist meine eigene Strecke. Ja, wir könnten noch eins mehr, das haben wir nämlich frei, aber genug Geld. Eine arme Sau.
Kann ich dich davon überzeugen, auch gegen ihn zu kämpfen? Würdest du das tun? Nein. Und wenn ich dir sagen würde, kämpf mal gegen die Orks, würde ich sagen, voll toll. Wir könnten so, die eine Hand wäscht die andere, ne? Ich gegen die Skaven und du gegen die Orks. Das wäre nicht schlecht. Wo ich das Gefühl habe, dass er auch langsam reindrückt. Erst 5. Muss ich echt mal beeilen, Zwerg. Ha, versteht ihr den Witz, weil die so kurze Beine. Wir machen hier einen Namen. Der trägt den Namen Dallas. Und ist es ein O? Entschuldigung, es ist ein O. Ist richtig so, ne? Alright. Ja, also wir sind ziemlich am Arsch. Wir könnten hier nicht dran gespackt machen. Azazel. The dragon blooded. Ja, er geht auf ihn los. Ist eigentlich nur eine Frage zur Zeit, bis er auch denkt, dass ich eigentlich auch lecker Schmecker bin. Und wenn er denkt, dass ich auch ein lecker Schmecker bin, dann habe ich ein Problem. So. Kriege ich hier plus einen Helden? Ja, plus einen Magier. Also, wir machen das. Weil ich den einen Magier schon haben möchte. Dann opfern wir nur ein paar für den großen Gott. Überall, wo wir können. Ich glaube, hier lasse ich es mal weg. Das wäre jetzt eine Geburt, ne? Die Karawanenstrecken ist bei den Cathay aber kürzer als bei den Zwergen aber kürzer als den Cathay. Ja, das liegt daran, weil Cathay, die haben längere Beine. Zwergen-Shaming hier. Oh. Nein, ja, den Eindruck habe ich aber auch. Tatsächlich. Also. Aber obwohl, du darfst nicht vergessen, die Strecke ist von hier bis hier. Ja, also die Karawane startet ja immer in der Mitte. Reden wir da gar nicht. Andere Idee. Würdest du dich... Nein, na gut, du bist auch noch im Krieg mit dem anderen da, ne? Ich weiß halt nicht, wo die... Ich weiß halt nicht, wo er hier stoppt. Ist das noch sein Gebiet? Ist das ist wahrscheinlich... Ja gut, die Mission erwartet... die verrät mir eigentlich, Lul. Öffentliche Ordnung für die Umgebung. Weil, ja, ist ein bisschen ein Problem. Dann drücken wir die Daumen, dass wir den hier wieder auffüllen. Ja, wer singt denn da? Ich sehe, dass meine Augen schon rot sind. Ich muss mir blinzeln. Das ist, weil ich jetzt in der Schlacht gegen die Orks einfach gar nicht mehr geblinzelt habe, ne? So, ein Kundschafter hat unseren Konvoi aufgespürt und ist bereit, uns gegen eine Spende zu unserem Ziel zu führen. Sein Preis ist, gelinde gesagt, ziemlich unverschämt, aber die Zeit drängt. Wer sagt, dass die Zeit drängt? Das stimmt gar nicht. Wir suchen selber einen Weg. Scheiß auf den. So. Überlegenheit des Konklaves. Turmsiedlungsgebäude erhalten zusätzlich 2 Konklaveneinfluss pro Runde. Wunderbar. So, ich bewege mich mal langsam hier vorwärts. Hast du Tränke drin? Das Tal der Titanen. Drasort.
Konnte ich hier keinen Turm machen? Oder war ich so... Nein, ich kann hier in den Bergen keinen Turm machen, ne? Weil es ist kein... Ja, es ist auch die große Halle von Speckus. Das war's aber auch schon. Dr. Aftramas! Schrinas! Ich tue mich ein bisschen schwer jetzt hier schon nach vorne zu gehen. Ich weiß nicht, was er noch für Armeen hat. Jagt der jetzt den? Oder was ist hier die Geschichte? Ich habe gespackt mit dir, ja. Da will ich eigentlich hin, mein Freund. Denkst du, es ist eine Ogerprovinz, hat keine Abzielung und somit keinen Turm. Ja, aber ich dachte, weil die halt anders funktionieren, dass das halt trotzdem zählt, weil hier Provinzhauptstadt, dass wir dann da vielleicht doch einen Turm bauen können. Aber ja, wohl nicht. War für mich nicht absolut klar, dass es definitiv so funktioniert. Ich überlege gerade, hier trotzdem anzugreifen, auch wenn die geschwächt sind. Move him! Utingaris! Let's waddle! Also, dass ich mit ihm hier hingehe und mit ihm da hingehe. So, den Helden nicht bewegt. Du darfst zur Ausbildung da dann. So, meine Damen und Herren. Also, wir können hier noch einen weiteren Zwerg machen. Wir machen noch einen weiteren Eisendämon, den ich ja wieder ersetzt haben. Dann einmal einen Zweihänder. Könnten die noch machen, aber das sparen wir uns auf. Also. Wir gehen auf noch eine höllische Wachen. Würde ich sagen, oder? Auf der anderen Seite bräuchte diese Armee auch ein paar Guns. Ein paar Piu-Pius. Ein paar starke. Können wir dann auch bald noch rekrutieren? Wie lange dauert das noch? Grimas der Barardu! Also, wir machen noch eine höllische Wache mehr. Zweihänder. Einfach wegen Rüstungsdurchdringung. Alright. Den würde ich eigentlich gerne upgraden. Was aber nicht geht, wenn ich das jetzt noch mache. Auf der anderen Seite wäre das aber gut, um... Obwohl, das machen wir hier schon, ne? Wie du das endlich in den Griff kriegen an der Stelle. 1250. Egbert, danke für den Prime, Mann. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön, Dankeschön. Also wir bauen das aus, weil ich habe schon Angst, dass die hier kommen. Wir sparen, um das auszubauen, damit wir hier eine Kanone reinbauen. Damit wir in der Region dann die Kanone von dem Dings da kriegen. Bitterfels könnte ich auch eine Kanone bauen, aber zählt ja nicht, das ist ja regional und nicht provinzial. Das heißt, wir machen hier eine Kanone rein, um das zu deffen. Weil ich sehe es aktuell nicht ein, bei Cathay reinzurennen, um das Ganze abzuändern, um da was zu bauen. Dann halte ich das lieber hier. Obwohl, es sind schon drei Gänge, ne? Das wären dann drei Armeen. Das ist eine scheiß Lage. Ich wollte die Lage. Ich wollte unbedingt diese Lage. Der Makler hat gesagt, es ist keine gute Lage. Ich habe gesagt, nee, wir bauen da eine große großen schwarzen Turm. Und von da aus starten wir. Ich habe gesagt, gut, auf ihr eigenes Risiko. Und jetzt sind wir hier. Also. Also, im Konklaventum können wir noch was machen. Bauzeit für alles, Konvoi-Frachtkapazität. Version, wir könnten auch das hier machen. Da könnten wir noch was beschwören, würden das machen und könnten in den nächsten hochrutschen. Die Frage ist aber, will ich das schon? Haben wir hier irgendetwas Gutes? Unterhalt minus 1% für jeden beanspruchten Sitz des Militärs im Turm von Zar.
1, 2, nicht so viele Prozente für mich. Baukosten. Arbeitslastanforderung für Rohmaterial minus 5% aller Provinzen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und Provinzenkontrolle. Ich muss 2 Distrikte voll haben, bevor ich weiter kann. Ja, ich würde es eben trotzdem gerne noch ein bisschen rauszögern. Eine Terrorbatterie überall zu haben, ist auch nicht schlecht. Globale Rekrutierung ist dran. Ich will eigentlich einen weiteren Konvoi. Wir arbeiten mit mehr Konvois. Mehr Frachtkapazität für die Konvois. Dann gehen wir hier auf das als nächstes. Hol mehr Konvois. Ja, das lassen wir mal. Lassen wir auch mal. Ja, ein Tausender. Doch, geht. Dann können wir nämlich die 2000 kriegen wir trotzdem noch vor. Gut. Gut, gut. Later. Okay. Hab ein bisschen Schiss, dass der mir da jetzt oben mit einer Armee kommt. Naja, du möchtest einen militärischen Zugang, ich weiß schon. Töte du zuerst mal die Tiermenschen, bevor wir über irgendetwas reden. Oh nein, die haben eine Siedlung genommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Militärischen Zugang? Gut, er möchte wahrscheinlich mit dem militärischen Zugang seine Hauptarmee wieder zurück runterbringen. Er kann nämlich nicht über das Gebiet laufen, das er eingenommen hat. Weil dann hätte ich einen Grund, ihm den Krieg zu erklären. Weil ich giere eigentlich schon lange auf die Inseln da. Ich möchte da eine Industrieinsel draus bauen. Ja. Turm von Zarr. Nein, die haben was usurpiert. Was haben sie usurpiert? Was haben sie usurpiert? Sagen wir, was sie usurpiert haben. Die haben das hier usurpiert. Die Ausrüstung. 25 pro Runde. Ihr seid doch echte Usurpaten. Oh, scheiße. Daktal Grammus. Okay. That's actually a problem. Unbackbeset Anfang. Wir rauben es mal aus. Ich weiß nicht, was hier hinten noch kommt. Aber das heißt, er hat einen Wag ausgerufen. Das ist scheiße für mich. Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Tag. So, Angriffsbonus. Wir sind ziemlich alle. Das machen wir auch noch. Machen wir auch noch. Wir unterstützen einfach die gesamte Truppe hier, ne? Es geht, darum geht's. Einfach diese Truppe zu unterstützen. Kontrolle. Effektiver Agent. Der hat einfach alles. Mörderischer Angriff. Der gute Finn. Muss ich aber sagen, wir machen Tempelwächter, damit er die anderen verteidigt. Da sehe ich uns aktuell mehr. Kommt hier nochmal so eine sauknappe Schlacht. Geländefahrzeug. Ja, das brauchen wir jetzt aber hier gar nicht. Geh mal auf Gegenstände klauen. Den hier hole ich mir nämlich. So Schiss davor, dass der angreift. Ne? Weil seine Freundin mitbringt. Ich habe wirklich den Eindruck, der haut ab. Oder? Der flieht da einfach. Why not let me? Do what? So, wir haben jetzt hier Truppen ausgebildet, meine Damen und Herren. Schöne, wundervolle Truppen. Noch nicht. Ja, das müssen wir selber kämpfen. Sonst geht wieder was drauf. Wir kämpfen es trotzdem selber, auch wenn nichts drauf geht. Weil ich habe Schiss davor, dass die mir mit der Autoschlacht wieder irgendwelchen Scheiß berechnen und dann ganz viel stirbt, was nicht sein müsste. Deswegen sage ich einfach nein.
Wir schießen hier aus der Distanz selber drauf. Wir zaubern den Arsch unterm Sitz weg. Umgekehrt. Immer. Nein, wir nehmen eine freie Fläche, wo wir mit denen schön drauf schießen können. Der Magier, du kommst nach vorne. Alles, was einigermaßen gut schießen kann, kommt hier hin. Alles, was nicht so gut schießen kann, kommt auch hier hin. Ihr stellt euch mal hier auf. Ihr stellt euch da hinten auf. Stellst dich hier auf. So. Das ist die erste Amtshandlung. Reparieren Sie bitte das hier. Deine erste Amtshandlung ist, machen Sie alles tot. Na, ja, das sind wahrscheinlich die ersten, auf die sie schießen, oder? Ich mach das hier rein. Ja, das überleben die nicht, wenn man sich noch nicht mal groß was versuchen. Feuer frei! Quält sie, Männer! Und die gehen. Füßen. Sehr schön. Dann kann die Kanone jetzt hier drauf schießen. Und die eine schießt hier drauf, die andere bitte da drauf. Haben Sie Dank. Lass die Erde spalten und das Magma die Feinde verbrennen. Obwohl in dem Fall wäre es Magma und Lava dann, ne? In der Erde ist noch Magma, nachher ist es Lava. Das ist super wichtig. Das unterscheiden. Ah, er soll das mal reparieren hier. Ah ja, der hat eine Pistole. Der fliegt auf diesem monströsen Ding und hat noch eine Knarre in der Hand, ne? Also der ist der absolute Ficker. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich eine Technologie erforscht habe, wo der Zauber 10% billiger ist? Er ist jetzt von 9 auf 7 gerutscht. Und er berechnet das wahrscheinlich folgendermaßen. Er nimmt den Basiswert von 18. Und von 18 hat er 10% abgezogen. Und da hat er wohl noch gerundet und ist jetzt auf 7. Und jetzt zaubern die einfach mit einem 7er Zauber, wohl mit Abstand den mächtigsten Zauber, den ich je gesehen habe. Für den Preis. Das ist ja unverschämt. Das ist halt wirklich unverschämt. Wo ist der andere? Welches Volk findet ihr cool für Anfänger? Zwerge? Hochelfen? Ja, früher hatte ich noch gesagt, die Menschen, aber das Imperium ist recht schwierig geworden, finde ich. Vielleicht, wenn man auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad spielt, geht es mit den Menschen. Aber ja, Hochelfen oder auch die Zwerge finde ich gar nicht so schlecht. Kislev weiß ich auch nicht. Gibt das Spiel nicht automatisch schon vor? Welche Fraktionen so einsteigerfreundlich sind? Ich dachte, es gibt ein paar, die einem vorgeschlagen werden. Die, wo das Spiel sagt, die sind gut für den Start. Machen hier mal eine Fabrik. Ja, hier machen wir definitiv eine Fabrik, das ist nämlich eine Grenzsiedlung. Und hier könnte Cathay hoch. Das heißt, wir machen hier Gewürze, dann bauen wir das aus und dann machen die Def.
So, hör mal zu. Du brauchst das doch gar nicht. Wie gehört vorhin fast alles davon. Ich habe mir Warhammer 3 gekauft, weil Luca die gefallen hat. Ich kann die meisten Folgen nicht spielen, weil ich Warhammer 1 nicht habe. Schauen wir mal meinen Werbepartner vorbei, Gamesplan. Da kannst du die anderen etwas günstiger kaufen. Und ich also glaube, es ist deutlich günstiger. Schau da gerne mal rein. Hat einen Vorteil, wenn man Warhammer 1 hat? Naja, du kannst mehr Fraktionen spielen, wenn du Warhammer 1 hast. Und wenn du Warhammer 2 hast, kannst du noch mehr Fraktionen spielen. Und mit Warhammer 3 dann, ja. So, also. Zwerge. Geschosszwerge. Das ist alles Bombardemente, hä? Geschossschaden, Explosiv für Eisendämonen und Artillerie. Das sind alles, alle Arten von Zwerge. Also wir gehen blutiges Bombardement. Gehen wir zuerst mal durch. Ja, plus die ganzen DLCs. Gehst mal mit den Hochelfen, macht das. Also ich persönlich finde, die Preispolitik ist sehr speziell. Aber meines Erachtens nach lohnt es sich eben doch. Das Spiel ist so cool. Also ich habe so viele Stunden schon in diesem Spiel versenkt. Ich überlege gerade, wo ich das Geld investiere. Wir könnten hier. Könnte ich es umbauen und dann könnten wir hier Geld noch rausholen. Auf der anderen Seite, wenn ich es eh spät. Ich weiß auch nicht, ob ich es umbauen will oder ob ich es lasse. Ich finde es ein bisschen schwierig. Obwohl, warte mal schnell. Ich kann ja hier umwandeln ohne Probleme. Und kann das trotzdem lassen. Ich brauche keine Arbeitskräfte, um es umzuwandeln. Nee, warte schnell. Dann ist es aber falsch. Ich will eine Fabrik dann hier drin haben. Damit der Hafen effizienter ist und dann machen wir Ressourcen draus. Das ist eine gute Idee. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So. Wie geht's euch eigentlich? Erzählt mir mal. Ihr hattet mal 10 Siedlungen, jetzt habt ihr nur noch 7. Warum genau mögen wir uns nicht mehr so? Gerne mit dir handeln. Er hat eine Fraktion eliminiert. Okay, wir geben ihm ein kleines Geschenk, das er nicht weiterhin mag. Er ist für mich immer noch Pufferzone. Ich ready bin. You're not welcome. So. Der hat einfach 11 Siedlungen. Bin hier gar nichts am Produzieren. Mit voller Absicht nicht. Lass das Geld mal. Wir gehen mal damit, damit das ein bisschen mehr produziert. Ist ja nicht viel. Und hier gehen wir noch mit Geld. Das sind die hier oben. Obwohl Def hier vielleicht auch nicht allzu schlecht wäre. Also ich bin schon sehr enttäuscht von ihm, dass er jetzt nicht hier runterläuft und das da holt. Du darfst hin, wenn du mir die Siedlung gibst.
wenn er stinkt und unangenehm ist, aber ich brauche ihn. Have you brought the Skaven bladders I asked for? Ja, du darfst gehen, komm. Lauf, mach den da weg. Ich nehme nämlich an, dass er sich nicht bewegt hat, weil er nicht kann. Ich hätte aus der Insel so gerne eine Industrieinsel gemacht, ne? Ich zeige euch gleich warum. Jeder Hafen, wenn da eine Fabrik steht, gibt nochmal 5% mehr. Ja, da kommt er. Ein Spiel über 200 Euro ist schon hart. Wenn du alles zusammenrechnest, ja. Wenn du aber die Zeit, die du mit dem Spiel verbringst, gegenrechnest, dann geht's eigentlich ganz gut auf. Also ich glaube, ich habe schon mehrere tausend Stunden in dem Spiel. In der Gesamtsumme. Wahrscheinlich mehr. Und wenn ich das dann finanziell gegenrechne, dann ist eigentlich ganz gut. Gorndok! Um dem ein bisschen, also je nachdem, wie man es rechnet, ne? Ein bisschen abhängig davon, finde ich. Axo Ardugal! Axo Ardugal! Wir hätten ein paar Arbeiter, um das Ding fertig zu bauen für 200. Dann könnte ich die besseren Zwerge schon mal machen. Also, das machen wir. Dann kann ich nämlich die höllischen Eisenjünger holen. Und die Feuergläfen-Dudes. Dauert auch wieder ein paar Ründchen. Ich komme aber also nicht drum rum. Ist halt, wie es ist. Also die Zwerge, die werden wahrscheinlich als erstes hier reinknallen. Und wir werden ihn zurückziehen. Das Trulli! So schnell es geht, weil die Skaven sind in voller Stärke hier. Die haben nämlich ihren letzten Feind getötet. Clan Rictus Supreme! So, eine Möglichkeit, die ich hier jetzt hätte, ist, dass ich ihm eine Siedlung klaue und sage, du kannst sie wieder haben, wenn... Wow. Da verliert gerade jemand. Also nicht er. Ja, er geht drauf. Schnell, bevor ich irgendetwas mache. Was? Es geht wieder runter. Ich, du machst mich krass krank. Mann. Arak! Ich verstehe das mal schnell. Rikkasenem! Gehen wir schnell raus hier. Okay, hier ist nirgendwo eine Armee. Das heißt, es wird nichts einfach auf einmal angerannt kommen in einen Gewaltmarsch oder so und uns hier holen. Das heißt, wir schnappen uns das Ding. Meine Fabrik draus. Ich biete dir an, diese Siedlung wiederzuholen. Du kannst sie wieder haben. Tal der Titanen. Wir Frieden. Da ist er nicht weit entfernt davon, hä? Da ist er nicht weit entfernt davon. You dare approach me. If I don't like what you say.
Mook will be eating your guts tonight. Ich könnte es ausbauen. Dann würde er es wahrscheinlich tauschen wollen. Aber dafür fehlt mir die. Dafür fehlt mir das ein oder andere. Das hier rein. Es ist die jetzt und gleich kommen, die verdammten Skaven. So, hier. Das meinte ich. Jetzt waren wir in der Fabrik drin, jetzt müsst ihr gucken. Einkommen aus Raffineriegebäuden plus 5%. Ausrüstungsproduktion 5%. Das heißt, jetzt haben wir hier auf einmal tatsächlich die Möglichkeit zu produzieren. Ne? Paxuardugal! Sisorm! So, dann machen wir ihn mal stärker. Oder ein Blitzschlag wäre vielleicht auch spannend. Könnte die Armee noch günstiger machen. Ich will eigentlich das, diesen Frieden erzwingen. Ich will den eigentlich erzwingen. Oh. Warte mal. Die das jetzt. Da hat jemand anderes das freigeschaltet. Okay. Anzahl Konvois können wir jetzt losschicken. Das heißt, wir können noch einen Konvoi losschicken. Der ist ja gut. Er braucht noch eine Runde. Da müssten wir jetzt jemand neuen nehmen, ne? Er hat zwei coole Einheiten dabei. Und der hat einen Ogertreiber dabei. Diplomatische Beziehung plus 20 mit Ogerkönigreichen. Jetzt. Weiß ich nicht, ob das jemand ihm gesagt hat, aber die Ogerkönigreiche, die gibt es nicht mehr. Die sind alle tot. Wir nehmen ihn hier. Der wird einen YouTube-Namen tragen, meine Damen und Herren. Ich kann nicht anders. Irgendwo müssen wir. Shiro, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Der heißt Zongul. Zongul. Zonguls Convoy. Shiro, dankeschön für 22 Monate, Mann. Dankeschön, dankeschön. Also ich könnte die hier hinschicken. In 3 Runden. Das ist, glaube ich, sogar ganz gut. Dann können wir den anderen relativ früh wieder losschicken. Er kriegt hier XP. Das finde ich sehr, sehr geil. Los geht's. Große Halle von Speckos. Also das ist echt eine kurze Strecke. 3 Runden, ne? Hier so. Hoffe ich nur, dass er hier nicht reingrenzt. Also eine nicht zu große Fähigkeit. Ah ja, natürlich. So cool. Inspirierend. Die Feuergeborenen hast du hier da auch dabei. Mal die Schießübungen und... Ja, schwierig. Nehmen die normalen Zwerge? Nehmen die hier, ist gut. Also, zwei dabei. Dann passt das schon. Was ich unlogisch finde, er braucht 3 hin, aber zurück 5. Ja, also so. Quick! Nachdem. Show it to my skin and I will get. Show, yes! Fool! Nachdem die da angekommen sind, machen die 2 Runden mal ein Saufgelage. Weil sie sich so freuen, dass sie es geschafft haben. Also eigentlich nur eine Runde. Und auf dem Rückweg sind sie noch leicht betrunken, dann brauchen sie statt 3, 4. So kommt die 5 zustande. Eine Runde feiern. Eine Verzögerung, weil sie nicht mehr ganz intakt sind, wenn sie zurückgehen. Und ja, that's it. So gut. You have Nasha Wushra up. Der wird echt ein Problem für mich. Ich will eigentlich Frieden mit den Orks. Das finde ich voll gut. Dann könnte ich mich konzentrieren auf die andere Stelle. Und wie erklärst du dann, dass die bei 13 Runden Reise auch 5 zurück brauchen? Da feiern sie anders.
feiern sie mit anderen Substanzen und beim Zurückrennen sind sie mehr als doppelt so schnell. Und der Norden ist höher gelegen. Das heißt, die meiste Zeit, wenn sie aus dem Norden zurückrennen, rollen sie eigentlich. Das spart auch nochmal Zeit. Ganz bestimmt. So, ein Konvoi ist zurück. Damit schicken wir Tundra-Konvoi wieder los. Obwohl, was haben wir hier? Das ist der Hauptgoblins. Nein. Da hier hin. Da sind die Scaven noch unterwegs. Hier haben wir noch mehr Arbeitskräfte. Wir gehen hier hin. Und hier, was gibt's? Ja, jetzt habe ich dir den Weg geebnet. Du kannst jetzt laufen, Mann. Macht er nicht. Sieht er nicht. Guckt er nicht. Ja, du. Ich jump hier hin, weil es ist noch mein Gebiet. Dann jump ich von hier rüber und dann hier rüber und dann tauschen wir und dann machen wir die fertig. Hier auf dieser Seite werde ich nochmal einen Anlauf versuchen. Before I kill you right where you stand. Zahl der Titanen. Willst du es wieder haben? Na gut. This is it. Damit haben wir uns ein bisschen Zeit erkauft. Nicht viel, aber immerhin. Das wird die anderen Zwerge nicht erfreuen, die hier oben. Aber die hatten jetzt ein bisschen Zeit, was zu machen, und sie haben daraus so ziemlich nichts gemacht, würde ich meinen. Und irgendwann muss ich dann auch sagen, also hallo, müsst ihr jetzt selber gucken. Er ist hier auf dem Weg, das verschafft mir ein bisschen Zeit, das hat mich aber auch alles an Geld gekostet, was ich hatte. Das bauen wir noch schnell aus, weil hier kommt mehr Def rein. Schlundtor machen wir auch, weil da kommt auch mehr Def rein, falls Cathay uns angreift. Da wird wahrscheinlich wird sich nicht lange, Cathay wird nicht lange auf sich warten lassen, to be honest. Die werden gleich um die Ecke kommen und sagen, hallo, da sind wir, guten Tag. Und ich so, ihr Scheiße, ich bin nicht vorbereitet. Mit dir will ich eigentlich nur handeln, weil er ist mit Achaon im Krieg und. What? Da mische ich mich nicht ein. Das fasse ich nicht an. Einwandern? Mach ich nicht. Rieb! Sumasano! Regeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist schon mal eine gute Basis. 8, dann haben wir hier 9, dann rekrutieren wir hier noch den 10. 11, 12, 13, 14, 15. Grimas da Barartu! 16, 17. Fehlen mir trotzdem noch ein paar, hä? Ich irgendwo noch Geld rausleiern? Gibt es irgendjemanden, der mich so sehr mag, dass er sagt, hör zu, Geld gar kein Problem? Wie wär's mit euch? Wir fordern mal ein bisschen was ein. Ich habe die bis jetzt immer ein bisschen den Arsch gerettet. Nein? Okay. Gehen wir mal bei denen pumpen. Hallo? Okay, ein bisschen Geld. Ist okay? Nein? Schade. Hier? Das sind doch alles Zwerge, die sind alle cool. Ja, cool. Okay, schade. Aber sie schenken mir 300. Wegen guten Beziehungen. Nehme ich. Vielen Dank. Hier auch. Meine Rede. Absolut meine Rede. Meine Worte. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ups. Will ich noch ein bisschen schachern?
Tatsache. Ich einfach nett von euch. Ich habe aber auch viel gemacht für die Zwerge, muss man schon sagen. Ne, hier, also beim Turm. Das ist eine kleine Spende schon wert. Sonst könnten wir die ausbilden. Aber ich lieber die ausgebildet hätte. Aber dafür fehlt mir das Geld. Eine Möglichkeit gibt es aber, glaube ich. Habe ich irgendwo noch Männer, die ich opfern kann? Hier. 200 für ein bisschen Geld. Und viel besser. Hätte ich auch anders machen können. Die Höllenschmiede. Wir machen mal den noch. Dauert natürlich halt eine halbe Ewigkeit, wenn ich jetzt ausbilden will. Fähigkeitspunkte nicht verteilt. Wer denn? Wo denn? Was denn? Oh. Jemand, der unterwegs war. Die Schützen. Die werden irgendeiner Goldstufe sein. Und dann sind sie mega nice. Also da mache ich jetzt nicht mehr viel. Könnte ich hier noch was opfern? Falsch. Hier wird es aber langsam kritisch mit dem Geld. Ist auch langsam kritisch. Mit dem Geld, mit den Arbeitskräften. Ne? Da müssten wir ein paar Arbeitskräfte sogar noch verschieben. Könnt auch im unteren Bereich was nehmen. Ihr werdet alle drei Runden eine zufällige Waffen- oder Ausrüstungsunterstützung. Hätten wir das Ding fertig, ne? Auf der anderen Seite, wenn ich hier noch was reinmache, dann hätten wir das Ding fertig und würden noch eins weiter rutschen. Andererseits können wir auch warten, bis einer der anderen hier was macht, damit wir möglichst schnell hier die Sachen freischalten können. Ruft vorübergehend eine Armee Hobgoblins herbei, wenn gegnerische Siedlung ausgeraubt, wird. Abkühlzeit von 5 Runden zwischen 1. Okay, cool. Weniger Unterhalt, Baukosten. Das ist ganz attraktiv. Das sieht sehr attraktiv aus. Ansonsten weiß ich nicht. Dann könnten wir konföderieren. Mit ihnen zum Beispiel. Oder mit ihnen. Was ich fast verlockender finde, die allererste Konföderation mit ihnen, weil die sind hier schon voll durch. Dann die Orks angreifen und hoffen, dass die noch ein bisschen Gebiet machen. Weil die sitzen seit Ewigkeiten auf 5. Schaffen es einfach nicht, gegen die Orks vorzugehen. Hätte ich so nicht erwartet. Aber ja. Karls, Gorok und Bolge. Ja, die kämpfen gegen die hier. Haben die deine Armee losgeschickt? Weil das wirkt nicht so. Zum Faumansi! Nein. Wir könnten das ausbauen, dann könnten wir hier einen Todeskreischer Raketenwerfer machen. Das ist natürlich auch ganz spannend. Nähern uns aber hier dem Limit. Okay. Ich muss die Folge langsam beenden, sehe ich gerade. So, ich bin mir am Überlegen, dass wenn wir die Armee vollständig haben, wieder mit Panzer und allem, dass ich hier diese Mission mache, um den Gegenstand zu kriegen, das Geld zu kriegen und dann gegen die Skaven vorgehe. Die dunkle Festung wird übrigens wahrscheinlich fallen. Plus 2 Konklavenpunkte. Dann machen wir das Ritual, weniger Verschleiß oder kein Verschleiß in der Wüste oder im Sumpf. Und dann gehen wir hier auf Altar der Verständigung, dass wir schneller forschen. Noch ein paar Boni rausholen.
Endrin Kulis Krung. Endrin Kulis. Kulis zum Schreiben. Oder nicht? So, dann ist da jetzt aber der Moment gekommen, wo ich gucke, ob wir hier noch was holen können. Ja, wie wär's, wenn du nicht über sein Gebiet läufst, müssen die Orks jetzt nicht noch weiter trezen. Anu! Da ist der! Und hier jumpen wir dann hier rüber, das dürfte glaube ich reichen. Dakata Elgramus! Ah, da ist ein Jünger noch. Ich will eigentlich noch einen Eisenjünger holen. Ja, das war's dann auch schon hier. Ich könnte jetzt noch Standardkrieger holen. Subjugitash! Abdarno Haskar! Weil die andere Armee braucht der Standardkrieger auch. Ne? Wenn ihr das tauscht. Den wollte ich eigentlich noch ausbauen, dass wir hier anfangen können. Noch mehr Waffen und Rüstungen zu raffinerieren. Ist das die Bezeichnung? Nennt man das so? Raffinerieren? Hoffen wir es mal. Ist der Kazakmonger. Ein Nicht-Angriffspakt mit dem finde ich gut. Damasu da quas vator grat surugazal. Usapet. Das wird dem Ork nicht gefallen. Wurscht, wenn ihr die Gelegenheit schon habt. You dare. You dare. So, warum? The dragon blooded. So, plus 1 Kapazität der Einheiten für Zerstörer der Gdai. Das heißt, wir haben einfach mal wieder gratis hier. Haben wir 3. Müssten wir halt die nur noch bauen können. Da sind wir ja dran. Ne? Der Turm ist bald fertig. Dann können wir hier hinspringen. Ach. Ich sehe aber gerade, dass der hier und der hier, die gehen aus. Warte, welche war das? Die heulende Wüste und Noblargebiet. Müssen schnell schieben. Noblargebiet. Also der braucht 300, ne? Ziehen hier ab, eben hier hin, weil das habe ich sonst ein Problem. Ich brauche wieder Krieg, wir brauchen Krieg. Wir müssen die verdammten Skaven angreifen. Axo Arduvar! Subjogetas! Wollte schon noch machen. Das reicht dir einfach. So eine hohe Produktion. Gehen wir da noch mit. So, das ist eine sehr lange Folge geworden jetzt, aber ich wollte ihn eigentlich noch hier hinschieben, damit wir hier noch schnell hin und her tauschen können. Auch weil der eine Held, der hier drin ist, in der Armee tatsächlich echt viel, also wenn wir das getauscht haben, dann können wir preislich noch ein bisschen was machen. 10% weniger Unterhalt.
Nur durch den Helden, der hier drin ist. Das heißt, die zwei tauschen wir einfach. Zählt auch nur für die höheren Infanteristen, aber die will ich ja eh alle bei ihm drin haben. Ich kann das auch hier gleich... Die Abkürzung nehmen oder normal weiterziehen? Ne, wir ziehen normal weiter. Ist wieder im Verzug. Nett und langsam. Haben es nicht eilig. Wir haben konföderiert. Oh Gott, die westlichen Provinzen werden mächtig. Mino. Kann ich hier... Descaris! Nee. Okay. Also, er hier... hat hier... Wir sind die Zerstörung. Unterhalt für höllische Wachen und höllische Eisenjünger. Das sind die, die ich reinnehmen will. Das heißt 15% günstiger. Die kosten auch ein bisschen weniger, um sie weiter auszubauen. Ja, das ist was anderes. Und dann haben wir hier noch... Kuchenknutscher. Der auch... unmoralisch hat, Unterhalt minus 10% für höllische Wachen. Ja, also die hier. Allesamt. Das heißt, wenn wir die höllischen Wachen hier reinschieben, kosten mich die 15% weniger. Wenn ich den Held noch dazu nehme, nochmal 10%. Wir sparen gut ein bisschen was ein. Die normalen Kraus-Soldaten, die kommen in diese Armee rein. Dann haben wir zwei Armeen. Dann können wir hier die vernichten. Den Orks haben wir hier oben aktuell einen guten Stand. Diese Grenze scheint sich echt einfach gar nicht zu bewegen. Na, mit den Nomaden könnten wir Frieden schließen. Ich sehe eh keinen Grund, mit denen Krieg zu haben. Gib mir Geld, gut ist. Wir haben mir den Krieg erklärt, aber ich nie angegriffen. Kann man machen. Sollte man nicht, aber kann man machen. Wir holen hier noch mehr Geld raus. Schießen da, ne? In der öffentlichen Ordnung. Katastrophe. Ardugaltak! Sardu! Sabarartun! Hasudzibartun! Es wirkt so, als ob ich da was machen kann. Versuchen wir noch schnell. Das kann ja auch noch aus. Rohmaterialienproduktion und wir produzieren hier keine Rohmaterialien. Eigentlich, warte mal. Splitterfels machen wir doch eigentlich über zwei, produzieren wir was. Das heißt, eigentlich wäre das sinnvoll, verbraucht Rohmaterialien pro Runde durch Gebäude. Wir bauen ja nichts. Hier werden wir. Hier machen wir. Mit dem Wissen, was produziert. Das wäre also gar nicht so schlecht an der Stelle. Hier bin ich eh andersweitig bedient. Also, dann machen wir das hier. Dass wir 5% weniger Rohmaterial verbrauchen. Auch nochmal zwei Runden. Schön wach. Fangen wir hier an, auch noch ein paar Kanonen und so zu machen, weil die brauchen ja auch für die andere Armee. Muss ja auch selber die Bums-Bumsis. Die Karawane gewesen. Das bedeutet aber, dass die sind angekommen. Ja, Subi. Rückkehr 3, Rückkehr 5.
Ich muss längere Strecken ausmachen. In diesem Fall. Okay. Dann warten wir. Okay, eine Runde machen wir noch, dann kann ich noch schnell tauschen. Dann sehe ich in dieser Folge noch, wie sich das verhält. Wir können oben das noch schnell einnehmen. Nee, das machen wir. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber ich will die Einheit noch schnell tauschen. Da bin ich nämlich schon sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich schicke die Armee dann gleich hier hin. Das weg ist, das würde mich sehr reuen. So. Tauschen. Das heißt, die kommen rüber, die kommen rüber, die kommen rüber, die kommen rüber, das kommt rüber. Er geht rüber, die gehen rüber. Die gehen rüber. Das passt perfekt. Dann haben wir 4 Schützen. 3, 4, 5, 6, 8. Dann ist das meine Armee. Hier kommt jetzt auch noch so einer rein. Macht ja nichts. Ist schon okay. Und noch von denen 2 machen. Noch irgendetwas hier rüberholen. Wahrscheinlich wäre eigentlich noch eine weitere Artillerie hier noch ganz gut. So. Jetzt ist Nashok hier drin. Und Kuchen ist hier drin. Kuchen, weil er eben die günstiger macht. Sehr, sehr gut. Also. Oh shit. Ach, no. Need my warp token stash. Darf ich das? Nein, das schaffe ich nicht. No, you failed. Ja, dann wisst ihr, was das hier bedeutet, meine Damen und Herren. Diese Situation hier werden wir in der nächsten Folge auflösen. Wir haben hier jetzt eine Armee. Und die taugt was, die taugt was. Die hier übrigens, die können Sachen werfen. Das sind 2 Händer, die habe ich extra mitgenommen, falls wir Panzer brechen müssen. Ja. Das wird klopfen. Das wird ordentlich klopfen. Ich freue mich, die Armee auszuprobieren. In der nächsten Folge. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn die versuchen, die Skaven zurückzurücken und unser Gebiet zu erweitern. Keine Terrorbebenmörser? Kann ich noch nicht. Komm dann. Alles klar. Bis zur nächsten Folge.